Jetzt aber starten wir mit Thymnesia. Jetzt würde ich gerne einmal kurz... Ah nee, der Titel ist ja schon eingetragen bei Twitch. Dann lassen wir das so. Und ich bin echt gespannt. Moment, vielleicht nochmal kurz gucken, ob man für euch irgendwas Untertitel oder so einstellen kann. Schattenqualitätsfilter, V-Sync. Soll ich V-Sync ausmachen? Ich mach's mal aus. Man weiß ja nie, was ist denn jetzt richtig. Ist das Tastatur oder sollte man Controller? Sprache Deutsch, das stimmt auch. Okay. Wenn ich diese Bibliothek sehe, ist nicht das Spielen das Problem, sondern das Aussuchen. Nein, ich bin ein sehr experimentierfreudiger Mensch, der Spiele eben auch mal fühlen muss, sehen muss, probieren muss. Ich gebe nicht so viel auf Reviews, aber ich kaufe eigentlich auch nichts, wo jetzt irgendwie ausgeglichen steht, weil das dann oft auch schon einen Grund hat. Aber nur weil da steht sehr gut und nicht herausragend, ist das ja noch keine Wertung, die mich interessiert, finde ich. Das ist nur eher eine Richtung, es könnte mir passen. Ich finde, ich habe eine gute Spieleauswahl. Jetzt mal ernsthaft. Jetzt, wie viel habe ich davon durchgespielt? Naja, die Frage ist ja, es ist ja mein Job, Spiele zu spielen. Also da ist schon einiges, was ich noch nicht gespielt habe. Aber wenn ihr überlegt, wie lange ich jetzt allein schon auf meinem Stream Spiele mache, da sind wir schon über 100 Spiele mindestens. Und das ist nur der Stream hier. Ich habe für Rocket Beans bestimmt, naja, ich weiß nicht wie viele, aber mehrere hundert Spiele gespielt. Also, ich kriege ja auch manchmal Keys, das sind ja auch manchmal Keys und nicht alles, manches bezahle ich. Manchmal kriegt man auch von Rocket Beans was, das ist so ein bisschen hin und her. So, okay. Also ihr habt schon mehrfach gesagt, das soll richtig gut sein. Folge den Befehlen und such nach den Herzen. Verwende Maus um einen Säbelangriff, verwende Leertaste um auszuweichen, okay. Und dann noch finishen. Aber das muss doch möglich sein, dass man das mit dem Controller spielt, oder? Das kann ich doch jetzt nicht ernsthaft. Mit Maus und Tastatur kann ich doch nicht Dark Soulen. Ja, genau. Okay, gut. Können wir da rein? Nee. Wo kam ich her? Kam ich hierher? Ich weiß es nicht. Ausgangsverbot, Anzeigen einer seuchenartigen Symptome. Alle Leichen müssen für die Einäscherung. Ab sofort. Ja, das trifft, soweit ich weiß, ab sofort in Kraft. Da habe ich angefangen. Und ja, das ist der Anfang. Oh, okay, erstmal gucken, was ist hier hauen. Ah, R1. Oder den hätte ich finishen sollen. Oder zumindest Schweden. Was ist mir hier mit euch parieren? Okay, kriegen wir hin. LB. Also kriegen wir hin, habe ich jetzt nur gesagt, da ich es verstanden habe. Nicht mehr. Na komm, mach. Gott, ich kann sowas von nicht parieren. Ah Mann, das war nur einmal. Okay, jetzt mache ich zweimal. Es ist komisch, dass der nicht unterbrochen wird, wenn ich das zum ersten Mal schaffe. Ich muss beide abwehren. Okay, vielleicht ist jetzt der richtige Moment. Komm nochmal. So. Das ist wieder nicht der Finisher gewesen. Oh, da ist eine Leiche, ne? Die hat sicher was Leckeres in der Tasche. Nein. Nur Asche in der Tasche. Nichts zum Nasche. Ey, eigentlich wäre geil, wenn man mal so Dark Souls Schlager machen würde. So, weiß jetzt nicht, über diese, ne, über diese Leiche zum Beispiel. Nix in der Tasche außer Asche oder so. Und dann machst du so ein Beat dazu. Und dann wirst du der absolute Super King am Ballermann mit deiner Games-Musik. Und alle fragen sich dann, kommen an und sagen, ey Digga, wie machst denn du das? Falsch, aber hat noch geklappt. Das Timing ist aber völlig off. Und dann bist du da der neue King, weil die ganzen anderen, die können das ja gar nicht. Die haben ja gar nicht die Games-Erfahrung wie ihr. Ah, warum holt er denn so lange Samen aus, der alte Pöbel hier? Das war alles nicht gut. Das hätte man viel besser lösen können.
hatte Nils nicht mal den Bloodborne-Rap angerissen? Das kann sein, aber um ehrlich zu sein, ist es ja nicht Rap, was ich meine. Ich meine Schlager. Rap ist zu wichtig, ist zu schwierig, auch es populär zu machen. Schlager ist es super einfach, denke ich mir immer. Mir fehlt noch so ein bisschen eine Reaktion, wenn ich den Schlag blocke beim Kontern. Nee, ich werde es nochmal lernen. Na komm. Wieder zu früh! Okay, nochmal. Komm jetzt. Ja, ihr seht, es geht, aber es fühlt sich nicht so hundertprozentig frisch an. Vielleicht mache ich aber auch noch was falsch und es ist minimal zu spät oder so. Ja, das war beide Male nicht. Ich will es nochmal weiter probieren, ganz kurz. Aber ich kann nicht mehr. Keine Tränke, na gut. Dann machen wir den Sack jetzt zu. Jetzt habe ich eine Seuchenwaffe. Anwendung einer geplünderten Seuchenwaffe. Y. Ah, jetzt kommt hier langsam mal ein bisschen Zunder rein. Das sieht auch gut aus. Guckt euch die kleinen Ärmchen an. Kleine Seuchententakel. Was ein Spektakel. Zum Beispiel die Story hier von Spielen, so wie sie immer schön von Trant Schröckert auf Hessisch erklärt wird. Das in Schlagersong. Fertig. Oder einfach ein Song darüber, wie toll der Master Chief ist. Oder ich will ein Schild-Sandwich. Irgendwie so. Also Resident Evil Memes. Ich glaube, es wäre am Ende so einfach. Man muss nur 2 bis 3 Liter Bleiche trinken und dann bist du auf dem intellektuellen Grad, wo du sagst, ja, ich mach das jetzt. Königsdolch und Graurüstung, sie sind unsere letzte Hoffnung. Sie haben die Überlebenden angeführt und wollten die Dinge in Ordnung bringen. Die infizierten Leichen wurden verbrannt, damit sie von der Krankheit gereinigt würden. Ja. Ob jetzt Pest oder das ist, glaube ich, fast egal. Es bleibt eine Qual. Okay, der Seelenthron ist wahrscheinlich das Bonfire. Danke, Dylantrop. Das ist eben Sekiro parieren, nicht Dark Souls parieren. Das ist eine interessante Info. Also gar nicht um. Also es hat Souls-like, aber es ist dann eher Sekiro. So, Suche nach den Herzen. Ja, machen wir. Colin wird dann der Schlager-Buddy. Naja, also der Colin könnte definitiv, wenn er will, jederzeit ein Solo-Album mit Schlagersongs kreieren. Jederzeit. Aber er will irgendwie nicht. Aber ich wäre dabei. Wenn er will, bin ich dabei. Ich performe. Er kann gerne mit dabei sein. Aber wenn er nicht will, dann mache ich den Rest. Geld verdienen zum Beispiel. Wenn er das nicht will, dann mache ich das für ihn. Okay, ärgerlich. Jetzt versuchen wir mal wieder ein bisschen zu parieren. Ist wahrscheinlich ein schlechter Fehler. Ach, ich muss ja hier eine Feder werfen, um einen kritischen... Okay, das machen wir. Das ist ja dann Bloodborne wieder. Also es hat normales Parieren und es hat aber noch so dieses Bloodborne-Parieren mit dem Schießen. Das kriege ich jetzt nicht hin, Leute. Ich wollte es mal probieren. Aber das war klar. Deswegen vorher auch der Stuhl... Danke, Neutrox, for the win. Das war extra natürlich gemacht von denen, dass ich hier das lernen kann. Ah, hier nehme ich den Kram mit. Kennt man ja mittlerweile alles. So, wenn ich nur wüsste, welcher krasse Angriff das ist, der abgebrochen werden kann durch Schießen. Naja, machen wir einen erstmal platt, oder? Muss ja jetzt nicht sofort alles passen. Schlag mal einmal. Ah, seht ihr? Ja, aber es kam direkt die Quittung. Ah, okay, hier kommt auch nicht immer nur mit einem Dash weg. Shit! Okay, jetzt machen wir es einmal richtig. Das muss man, glaube ich, wirklich aufs Timing hinspielen. Hast du mal ein Daily 2-Stream geplant?
Gerne mal machen, ja. Ich weiß gar nicht, ist das nicht... ich dachte erst, es wäre kostenlos, aber scheinbar ist es das ja nicht. Mal gucken, wie teuer das ist. Ich kann das so jetzt gar nicht direkt versprechen. Shit, im falschen Moment zurückgeschlagen. Shit, 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 mach den... Alter. Ich mach's jetzt mal eher safe, ne? Seht ihr selbst. Ah, weil ich das Moveset auch noch nicht kann. Machen wir einfach ein bisschen Randale hier. Okay, komm. Der hat aber auch einen langen Rüssel hier. Jetzt stirbt doch. Ah, seht ihr, der klassische Fehler, der klassische Gierfehler, der Gierschlund war am Schlüssel. Da wäre nur noch ein Millimeter, ein Makrometer, nee, ein Millimeter. Hätte gefehlt. Nicht viel. Naja, aber jetzt. So, jetzt mich ruhig. Und siege. Ach, shit. Wieder zu früh. Ich dachte, da kommt kein zweiter. Das war der Move, oder? Dieser Aufwärm-Move ist, glaube ich, das, was ich mit der Feder vermeiden soll dann. Ah, shit. Ja, aber immerhin. Ja, ich... Ach, nee, ich habe schon wieder... Ich habe null drauf geachtet. Jetzt wollte ich wieder diesen... Ich habe auf den Move gewartet, damit ich die Feder machen kann. Naja. Sagen wir bitte die Leute, die wissen, wie das Spiel geht, ob ich das zumindest richtig analysiert habe mit der Feder und diesem Leuchten. Oder ob ich da... nicht erleuchtet bin. Weil ich will ja die Lektion schon lernen. Aber wir haben ja alle auch nicht ewig Zeit, ne? Ah! Ah, zur Seite, man nicht nach hinten ausweichen. Weil der so einen langen Lauch hat. Na komm, mach mal das Ding. Nee. Jetzt war's. Ja, habt ihr gesehen? Okay, jetzt braucht eure Antwort gar nicht mehr. Abwarten, jetzt weiß ich's. Okay, das war ein bisschen zu gierig jetzt, aber wirklich. Aber jetzt wissen wir's. Jetzt haben wir's gelernt. Sobald du grün aufleuchtest, R2. Okay, vielen Dank. Pestuans. FX Spin, auch danke. Ein bisschen, ne, lustig, weil klingt wie FX Twin. Aber hat, glaube ich, bei dir noch einen anderen FX und Unterstrich Bin oder Billen. Mann, ich kenne das aus irgendeinem Tool, aus irgendeinem Adobe-Programm oder so oder irgendwas. Ich glaube, es hat mehrere Bedeutungen jedenfalls. Schon wieder zu gierig. Alter, Gierschlund. Ich werde es nie lernen, ne? Die Gier ist einfach eine meiner herausragendsten Eigenschaften. Herausragendsten. Ich habe gedrückt, aber ich war schon im Move. Okay, komm. Mann, das gibt's nicht. Okay, jetzt ist es ärgerlich, weil er hat dann wieder nur wenig. Wobei, das Energie ist natürlich das Grüne. Und ich nehme an, dieser kleine Fitzel ist seine Deckung. Shit! Okay, ruhig, 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 ruhig. Na komm, mach direkt mal irgendwas Grünes. Oh, schade. Ich dachte, das würde klappen diesmal.
endlich! Okay, jetzt habe ich endlich den Schlüssel zur Stadt. Sozusagen. Ein Friedhof ist ja eigentlich auch eine Stadt. Wundervoll. Wie ist es nur gekommen? Sie sagten uns, hätte einen Unfall gegeben am Geburtstag des Königs. Zuvor hat sich die Seuche nur außerhalb des Königreiches verbreitet, doch nach dem Ausbruch sind alle verrückt geworden. Okay, kein Problem. Chill dich weg, Mann. Mach's wie die anderen. Leg dich einfach hin. Ja, das ist also, das war der erste krasse Endboss. Man sagt auch einer der schwersten in der Gaming-Szene. Ich glaube, alles, was ihr seht, ist neu. Ist noch nie gesehen von irgendwem. Wer im Chat sagt, er hätte es durchgespielt, lügt. Ja, das hat natürlich auch so einen gewissen Elden Ring-Style jetzt hier mit diesen Wurzeln. Wirkt wie so eine Unterstadt, wo oben drüber ein riesiger Baum oder irgendwas anderes ranken. Nee. Okay, man muss jeden auch ernst nehmen, ne? Man muss jeden einzelnen Gegner ernst nehmen. Ich traue mich noch nicht, das zu blocken. Aber wenn ich mehr Energie habe, sollte ich das immer am Anfang einmal probieren. Jetzt ist mir gerade der Monitor ausgegangen. Wirklich, der Monitor, wirklich kein Witz, deswegen habe ich da hingeguckt. Manchmal, ich muss hinten mal die Kabel checken. Ich glaube, mein HDMI hat einen Knacks. Weil manchmal geht der Monitor hier aus. Und, ja. So, der ist doch jetzt weg. Hoffentlich. Danke auch Heimdall für dein Abo. Wie spät haben wir überhaupt? Ach, wir haben ja erst 10:30. Da ist ja sogar noch ein Stündchen oder so drin. War mir gerade gar nicht sicher, wie lange wir hier schon sitzen. Runter bin ich gegangen, genau. Ja, komm. Okay, jetzt machen wir einmal das Parieren. Ah, jetzt kam der Angriff. Okay, jetzt hätte ich... Also man muss sehr... Okay, ich versuche es mal zu erklären, auch wenn ich natürlich nicht der bin, der es jetzt gerafft hat oder gemeistert hat. Aber man muss sehr viel parieren mit L1 und dann irgendwann wird der andere grün wahrscheinlich oder das ist halt sein Special. Auf jeden Fall, wenn er es macht, dann muss man L2 schnell drücken und das sorgt eigentlich für so ein cooles Hin und Her der Parier-Varianten, könnte ich mir vorstellen. Also spielerisch, glaube ich, kann das was. Ohne, dass ich jetzt so hundertprozentig sagen kann, weil ich eben noch nicht so weit bin. Aber ich glaube, das kann was. Schnell mal meinen Kram holen. Okay, komm, blocke. Komm, einmal noch. War alles schon mal nicht gut. Jetzt kommt gleich, oder? Jetzt kommt gleich der grüne Angriff, nehme ich mal an. Er leuchtet schon so leicht. Vielleicht kommt er ja auch nicht, der... Wie heißt das eigentlich? Fäulnis oder irgend sowas? Nee. Seuchenangriff, genau. Die Seuchenwaffe. Der kommt gar nicht mehr, der Angriff. Hier soll es recht sein. Ja, da wird er weggesaugt von den, weiß ich nicht. Das sind wahrscheinlich dieselben Wurzeln, wie die hier abhängen. Ich mag seine Nase. Vielleicht hat er ein Nasenproblem. Aber es ist im Grunde, ihr kennt mich ja, ich mag die langen Nasen. Er hat endlich mal eine richtige Maske. So eine Maske in Elden Ring für Mike Krieger. Übrigens vor kurzem die Supernasen, ne? Just saying. Lief irgendwo im Fernsehen. Nicht, dass ich da reingeschaltet habe, aber die sind immer noch super präsent. Mike Krieger und natürlich auch Thomas Gottschalk. So. Haben aber wohl nur wenige Leute gesehen. Nur 1 Million habe ich gelesen.
Das ist für Leute wie uns von unserem Schlag natürlich gar nichts. Da spuck ich drauf. Da springe ich lieber von der Autobahnbrücke. So, jetzt halt mal das Maul, Simon. Jetzt gehen wir hier weiter und zwar da hoch, würde ich sagen. Ha! Okay. Ach, hoch. Das kann man machen, genau. So, ich muss nochmal rauskriegen, was die Symbole unten rechts bedeuten. Hier dieser... Die Alge und der Moosball. Oh nein, ich rieche Endgegner-Time. Kann ich irgendwas zurückbringen? Irgendwas Sinnvolles? 770? Ey, vielleicht kann ich ja was kaufen. Komm, dann gehe ich erstmal zurück. Guten Abend, Simon. Guten Abend, Chat. Guten Abend, Sushi. Hoffentlich nicht im Glas. Sushi im Glas war aus Zack McCracken. Also eigentlich nicht. Eigentlich der Fisch war noch am Leben, aber man konnte ihn auch in die... in den Müllschlucker oder irgendwas in die Zerkleinerungsanlage werfen. Das war eine der wenigen, aber schlimmen Momente in solchen Spielen. Das war der Hamster in der Mikrowelle in Maniac Mansion und natürlich... Ah, ich kann nicht aufsteigen. Scheiße, ich brauche wohl erst mein Herz. Ja. Nein, natürlich, Sushi. Du gehörst nicht in die Zerkleinerungsanlage. Okay. Endboss-Time mit 770 Rauten. Das kann nur meinen Tod verlauten lassen. Oh, er hat so einen kleinen Degen. Aber vielleicht sind die ja Freunde oder so. Nee. Alter. Okay. Man sollte annehmen, dann sieht er mich doch bestimmt nicht gut. Aber doch. Shit, Alter. Gleich die halbe Energie weg. Zwei Schläge. Ja! Meine Fresse, zwei Schläge. Das ist ja Hardcore. Aber ich fange scheinbar woanders jetzt an. Oder ich sollte hier verlieren. Ich dachte mir schon, der wäre aber auch zu stark. Der klassische Loser-Anfang. Erinnert mich ein bisschen an Raziel. Aus Legacy of Kain. Du wurdest schwer verletzt. Glücklicherweise hast du es rechtzeitig zurückgeschafft. Corvus, erinnerst du dich an das, was du getan hast? Du benötigst die korrekte Rezeptur, um die Hermes-Antwort nutzen zu können. Offenbar hat deine Verletzung dazu geführt, dass du dein Gedächtnis verloren hast. Es wäre also hilfreich, wenn du beschreiben könntest, woran du dich noch erinnerst. Komm wieder, wenn du dir über deine Erinnerungen im Klaren bist. Du kannst dir bis dahin ein wenig die Beine vertreten, irgendwo hinpinkeln nur so. Guck einfach mal, aber bitte nicht hier in die Ecken. Vielleicht hilft das deinem Gedächtnis auf die Sprünge. Okay, cool. Kleines, weißes, asiatisches Mädchen. Familien des Ritterordens haben den König ersucht, keine Ritter mehr in Kämpfe jenseits der Grenzen des Königreiches zu entsenden. Die ehemalige Vorsitzende des Instituts für Alchemische Studien, Esmeralda, hat offiziell jemanden zu ihrer Nachfolge bestimmt. Esmeralda gab bekannt, dass sie für die Leitung der alchemistischen Forschung von Hermes eine Person mit noch weitreichenderen Fähigkeiten als sie ihren sucht. Der Dämmerzyklus auf dem Bäumemeer wurde erneut zu einer Darbietung an den königlichen Hof geladen. Wie erwartet wurde Ringmeister Odurs neuestes Programm von allen Zusehern in den höchsten Tönen gelobt. Mich interessiert nur, wie ich das Timing besser lernen kann. Das ist der Shit, warum ich hier bin. Noch mehr. Der Hügel des Philosophen ist das Heiligtum der Königsfamilie. Jedes Jahr im Herbst brachte Vater uns hierher. Er sagte, dass er auf dem Hügel kein König mehr wäre, sondern nur noch Vater und Freund. Hier gäbe es keinen Grund für Formalitäten, so sagte er. Nach dem Ausbruch war er zusehends mit innerstaatlichen Problemen beschäftigt und wir kamen immer seltener hierher. Gerade mal gucken. Tor aufmachen. Ein bisschen reinlugen. Geht nicht. Nur wer sich selbst einsieht, wird niemals verloren sein.
Ah, da ist wieder die Krankheit und der Papa muss runter ins Dorf. Ja, warum eigentlich? Ich würde oben bleiben, wenn ich von so einer schlimmen Krankheit hören würde. Sieht nicht so aus, als ob hier noch viel wäre, aber das kann ja eigentlich nicht sein, ne? Ach, bereit, dich zu erinnern. Ja, dann, ich setze meinen Erinnerungsprozess fort. Damals im Bäumemeer. Ich weiß noch, ich träumte sehr von einem... Wie heißt der Vogel? Yeah. Wie heißt dieser Vogel mit... Irgendwas, scheiße. Ich sag ja, heute sind die Wörter, kommen mir sehr schwer. Heute muss ich sie aus dem Bergwerk hauen. Eichelhäher. Eichelhäher ist der Vogel. Nochmal mehr. Auch gut. So, Stufenaufstiegmenü. Jetzt habe ich also endlich mein Herz gefunden. Jetzt kann ich mich auf dem alten Sessel... Setzt er sich auf die Lampe? Nee, ach, der geht nur... Ja, ja, okay. Da nimmt sie die Lampe weg, weil sie genau gehört hat, was ich gerade gesagt habe. Alles in Stärke. Ich will stark werden. Das machen wir. Okay, cool. Was? Hauen? Oh, ich bin eindeutig ein bisschen stärker. Scheiße, ich habe den nicht gesehen. Ich will. Ah, shit. Ich wollte unbedingt das jetzt mal lernen. Ich muss das lernen. Diesmal mache ich es nicht wie bei Elden Ring, da ich mich drum rumschmuggel. Und hier ist es, glaube ich, auch anders gelöst. Komm. Immer zu lang, ne? Immer diese Wartezeit ist jedes Mal zu lang. Oh, da muss ich mal irgendwas an. Muss ich wahrscheinlich von hinten kommen mehr. Eine Finisher. Suche Pförtner, Straßenverkäufer. Ja, wird alles gesucht. Ist ja klar, wenn die Leute alle wegsterben, ist auf jeden Fall ein großes Konjunkturprogramm. Na komm, mach mal. Schlag mal. Ja, immerhin. Ab und zu geht's dann doch. Muss die Finisher lernen. Nein! Ah, da war der Turbo schon aktiviert hier. Die Seuchenwaffe. Ist nach ein paar Schlägen, mit denen man vermeintlich vielleicht auch kranke Leute zerteilt, nicht jede Waffe eine Seuchenwaffe? Das hat nicht gebracht. Das hat nicht viel gebracht. Schade, jetzt hätte ich das endlich mal üben können mit dem L2-Timing. Na, komm her. Nicht hin. Komm, der holt immer zu langsam aus. Okay, jetzt habe ich ein bisschen zu viel rumgespielt und keine Energie mehr. Dann sollte man das vielleicht nicht ausprobieren, oder? Na komm, einmal noch. Wieder nicht. Zu lahm gedrückt. Ich war mit dem Finger schon drüber. Ja, da war es wieder. Nächstes Mal. Puh. Das war... Oh, der hat aber wenigstens was fallen gelassen, ne? Fähigkeitensplitter. Okay, kann ich den hier jetzt wahrscheinlich an mein Schwert dran machen. Das war's? Nee, kann ich nicht. Kann ich das vielleicht hier... Ah, hier Buff-Liste. Nee, leider nicht. Talente. Okay, ja, klar. Haben wir gelernt. Oh, den kann ich mal üben. Im Sprung. Ich kann springen? Wie springe ich? Müssen wir gleich mal gucken. Okay, da muss man einfach nur irgendwas drücken. Okay. Und Säbelangriff ist ja wohl ziemlich einfach. Präparieren. Können wir uns auch nochmal angucken. Ah, okay.
Die werde ich wahrscheinlich dann später benutzen können, ja. Wenn ich am Stuhl bin. Ja, danke für das Silent Hill 3 Let's Play. Bin mir nicht so sicher, ob wir da so gut spielen. Und das Spiel ist leider auch nur so mittel, habe ich gemerkt. Aber es ist auf jeden Fall schön, das mal wieder zu besuchen. Weil man ja auch so ein bisschen seine eigene Kindheit oder Jugend dann nochmal besucht. Und merkt, dass man vielleicht gar nicht so begeistert mehr ist von demselben Spiel, was einem früher voll gut gefallen hat. Aber ich habe ja jetzt alle drei gespielt. Auf den ersten und zweiten weiterhin nichts kommen. Das ist immer noch fantastisch. Aber der dritte ist zumindest on notice, wie es so schön heißt. Ah, kann der ja gar nichts, Mann. Das ist ja fantastisch. Mehr davon. Mehr Lappengegner. Ey, da mache ich auch was falsch. Dieser Move mit der Seuchenwaffe, der muss, glaube ich, zu einem anderen Zeitpunkt. Ah, ich glaube, ich weiß es jetzt. Wenn ich jetzt, der ist jetzt so, wenn ich den dann mache, ja, dann zieht es ihm nämlich die Energie weg. Bis zu dem Punkt, wo dieser Strich ist, von dem ich eigentlich dachte, es wäre die Verteidigung. Ist es wahrscheinlich auch. Aber das ist interessant. Sehr interessantes Gameplay. Na komm, machen wir erstmal dich. Ah, wieder falsch stehen. Brauchen wir ja gleich. Genau. Da, so muss es sein. Erst hauen physisch und dann quasi die Seele rauben. Ah, Mann, der falsche Button. Na komm, Blocki. Scheiße, da hätte ich jetzt, ne? Hätte ich jetzt natürlich... Da habe ich jetzt was falsch gemacht. Weil da hätte ich natürlich die Feder schießen müssen. So. Hast du so gedacht, ne? Die geheime Axt von der Seite oder was? Weil dann glaubst du, die Frau hätte dich dann mal an ihren, Rohren aus ihrem Körper nuckeln lassen, oder was? Warum siehst du so aus? Jetzt mal ernsthaft. So kannst du nicht rausgehen. Du bist ein wandelnder Kleiderhaken. Du bist ja quasi... Wenn du dich in irgendeinem Club an die Seite stellst, können die alle ihre Taschen an dir aufhängen. Ich sehe es richtig vor mir. Hier, Ursula, pass mal bitte auf meine Tasche auf. Oh, immer hängst du die an mich dran. Ja, aber du hast doch nun mal einfach 25 Kleiderhaken. Also wirklich... Und tanzen kannst du doch mit deiner Verfassung eh nicht. Was sollst du denn machen? Letztes Mal wurde es ein Massaker. Ja, Mann. So, blocken. Oh, warte. Komm her. Wie scheiße war das? Okay, nochmal. Okay, gut zu wissen, dass das auch ziemlich viel an der Verteidigung ändert, wenn man blockt. Aber man muss es zumindest scheinbar nicht machen, so wie in Sekiro. Aber vielleicht kommen auch noch Endbosse, wo sich das ändert. Ah! Der Simon. Immer wieder überraschend. Seid doch ehrlich, ich habe gedacht, ich bleibe jetzt die nächsten zwei Wochen daran hängen, an dieser Ecke. Danke Cerberus 7719. Ganz zum Schluss kommt der Cerberus. Aber du hast ja mehr, also wie viele Köpfe hast du? Zwei oder drei? Ich finde, da musst du schon auch von jedem ein Abo. Aber du bist schon 6 Monate dabei, gut. Lass mal schleifen. Hammer. Wir tun einfach so, als wäre das nicht passiert, ne? Mit deinen Köpfen. Das ist gut, der kann wirklich nicht viel. Da kann man das mal üben, diese Kombo mit Schlag, Schlag und dann die
Seuchenwaffe. Oh, shit. Ja, die Klassiker, ne? Sind immer die besten. Die Seitenklassiker sind immer gut. Vorne noch irgendwas, wo man gerne irgendwie hin würde. Da fehlt noch ein kleiner Schatz oder so. Ja, jetzt läuft's langsam. Okay. Eigentlich will ich dich gar nicht damit. Da. Oh nein, oh nein, oh nein. Habe ich die jetzt alle weggeworfen? Scheiße. Hoffentlich kriege ich die durch Kämpfe wieder. Ja, toll. Ja, okay. Das war ja auch blöd. Ich bin mitten reingelaufen. Ich dachte aber nicht, dass es so viel abzieht. Ich dachte, es gibt mir nur ein bisschen Ärger. Oh, was könnte man freischalten? Ja, eigentlich, ich lerne jetzt mal den Sprung. Noch weiß ich ihn gar nicht. Und dann, kann ich eigentlich Stufenaufstieg kann ich gar nicht machen, ne? Ja, klar. Muss ich mir ja wiederholen. So, was ist Sprung? A ist es nicht. B? Ne, B ist Dash. Oh, Mann, das ist ja auch noch so. Kann ich mir auch mal langsam merken. Schön hindashen. Ich kann rennen, ich kann dashen. Ach nee, dashen haben wir doch die ganze Zeit schon. Ist ja das Zurückdashen, was ich immer benutze. Aber wo ist denn Sprung? Ah! Moment. Y oder was? Da war doch gerade alles falsch. Y ist also diese Seuchenwaffe. Die habe ich jetzt ja gar nicht benutzt, ich Idiot. Werden wir gleich mehr machen? Hier gleich mal wieder? Nee, jetzt haben wir keine mehr. Okay. Ja, schön, das war gut. Aber jetzt weiß ich immer noch nicht, wie ich meine Seuchenwaffe ausrüste. So, wie kann ich springen? Den rechten Stick rein, den linken Stick rein. Es kann doch eigentlich nicht sein. Irgendwo hier muss doch Sprung sein. Ich würde sagen A. Aber stattdessen kommt da nichts. Kurz mal schauen. Nee, nee, nee. Komm, hier. Ich will... Ich habe doch noch gar nichts gemacht. Ach, das habe ich gemacht. Alter. Ich hab's doch auf an, oder? Ist doch gut. Ja, lassen wir's halt. So, Steuerung. Controller. Seuchenwaffe wechseln. Unten, das auch. Gut ausweichen. B, ja klar. Interagieren, Federangriff, interagieren A. Mann, was ist Springen? Vielleicht gibt's den wirklich nicht. Vielleicht gibt's einfach nur den Sprungangriff. Ich sehe das hier auch nicht, oder? Federangriff, interagieren, Trank anwenden, Thermofixieren, Sprint. Ausweichen, ne, die beiden Waffen parieren, klauen. Ganz komisch. Jetzt wird einmal gepariert. Oh, nee, doch nicht. Keine Zeit dafür. Mach den Parier! Das ist anders, als man... Na, wobei, kommt drauf an. Aber dass die hier wieder einfach ihres Weges gehen... einen nicht gnadenlos verfolgen. Ich meine, das ist jetzt in dem Fall auch ein echter Fehler von ihm, ne? Muss man auch mal sagen. Okay, es gibt also irgendeinen Sprungangriff. Wahrscheinlich der dann mit Y. Ich probiere ihn gleich mal. Oh, ich habe ihn immer noch nicht. Muss noch rauskriegen, wie ich den aktiviere. Es ist ein interessantes Prinzip, dass man erst den Schaden negieren muss durch die Schläge und dann aber mit einem Schlag alles auf einmal abziehen kann. Und dann hat man auch ein Trefferfeedback. Das finde ich eigentlich schon ganz cool. Kann man nicht meckern. Dämmerzirkus sucht irgendwas. Oh nee, falsch. Okay, jetzt habe ich bald auch mal wieder genug für ein Upgrade. Aber ich warte einfach mal und gehe. Mach das beim nächsten Stuhl.
Ja, okay, um die anzuwenden. Okay, also wenn ich jetzt meine Waffe mit dem solchen Kram ausrüste, das ist es aber nicht, oder? Nee, Erinnerungssplitter. Gerade noch mal schauen, ob man das hier irgendwo machen kann. Da vielleicht. Da unten das Messer, ne? Ich bin mir nicht sicher, wo ich das machen kann, aber ich glaube, dann werden die Waffen noch ein bisschen stärker. Werde ich schon rausfinden. Wurde mir wahrscheinlich gerade eben gesagt. Vielleicht muss ich aber auch vorher zu einem Speicherplatz. Ich muss sagen, bisher gefällt mir das Spiel eigentlich ganz gut. Das ist halt so eigentlich das, was man erwartet, ne? Bisschen Soulsig. Nimmt aber eben, wie gesagt, viel von Sekiro, was ich auch mal schön finde zu abwechseln. Und bietet einem gerade, wie gesagt, mit diesem Kampfsystem eigentlich eine schöne Alternative zu den bisherigen anderen Kampfsystemen, die man schon so gehört und gesehen hat. Und gespielt hat vor allen Dingen. Es gab ja durchaus einige. Oh Mann, das ist doch dumm. Ich dachte, er hätte das Ding hier anvisiert. Den Pupsknödel. Die Hämorrhoide. So, jetzt habe ich zwei von denen. Gut, jetzt kann ich ja. Genau, einen weiteren brauche ich aber noch. Jetzt komm her. Na komm, nochmal. Das war nix. Ich meine, bei denen muss man ja wirklich nicht blocken, weil die kannst du auch auf normalem Weg killen. Aber man muss es ja irgendwie echt mal lernen, langsam. Ja. Und her mit dem Schild. Jetzt habe ich 800, okay. Nee, 2200, da kann ich richtig viel Rabatz machen von. Leider ist das Spiel zu kurz, sagen gerade einige. Ja, das habe ich schon gehört. 10 Stunden ist natürlich für so ein Spiel, gerade in Relation mit einem Elden Ring oder so, extrem wenig. Das ist ja sogar nur ein Viertel oder so von einem typischen Dark Souls. Aber das muss es auch geben. Ich persönlich bin ja ein Verfechter von 10 Stunden Spielen, auch mal 6 oder 4 Stunden. Kommt wirklich aufs Spiel an. Aber hier willst du natürlich ein bisschen aufbauen. Und da ist es dann vielleicht ärgerlich, wenn es so schnell vorbei ist. Irgendein schlimmer Clown ist das hier. Oh, das hat sogar nur halb abgezogen. Na, da kommt noch einer? Nee, doch nicht. Ja, da wäre wieder die Zeit gewesen, des Stunnens durch L2 drücken. Vielleicht kriege ich eben bei ihm noch. Ja, jetzt! Na? Nee, das war. Habt ihr gesehen, ne? Das war jetzt nicht das Richtige. Da habe ich gedrückt, aber es hat nicht viel gebracht. Ich habe auch keine Energie mehr. Ich muss sehr vorsichtig sein. Jetzt hier darf nicht mehr viel riskieren. Ah, da hat er sich rechtzeitig erholt. Ja. Ja, endlich. Und der war auch mal, sag ich mal, spannend inszeniert. Das war gut gemacht. Schöner Miniboss sozusagen, wird später wahrscheinlich ein Standardgegner, so wie immer. Fiese, ekelhafte Herpes-Eiterbeulen. Kann man nicht die Waffen der Gegner kopieren? Das glaube ich ja, glaube ich euch. Muss man mal gucken, wo wir das gleich machen können. Ich werde jetzt erstmal meine. Und damit könnte ich vielleicht seine Waffe tatsächlich kopieren, das wäre ganz geil. Aber erstmal meine Sachen hier, Stufenaufstiege und so. Was habe ich hier? Tränke. Was kann ich da machen? Ausgerüstet. Ne? Normaler Trank, langanhaltender Trank und noch was. Deswegen braucht das Spiel auch nicht so lange, weil man alles ein bisschen reduziert hat gefühlt. Auch hier die Möglichkeiten. Hast halt nur drei Sachen. Ne? Ja, solche. Eigentlich sollte man, glaube ich, alles. Ich denke, hier ist es wirklich wichtig, dass man alles ein bisschen hochbringt.
Muss nur mal gucken. Ey, wie geht dieser dämliche Sprung? Vielleicht brauche ich dafür einen Säbel. Wie kann ich mir das... Kann ich das auch wieder verlernen? Das ist ja interessant. Das ist ja interessant. Guckt euch das an. Ich kann es wieder wegnehmen auch. Komm, dann nehme ich das mal wieder und dann packen wir hier was hin. Basierend auf wenig Energie. Ja, das wollen wir. Das wollen wir auf jeden Fall. Was ist hier noch? Ja, okay. Eine größere Combo nehme ich mal an. Moment. Direkt nach einem erfolgreichen Ausweichmanöver. RB. Ja, okay. Also zurück und RB. Was wir hier noch... Mal gucken. So. Einfach so ausweichen und nach vorne. Was wäre das? Ausweichen und dann kannst du direkt die nächste Combo machen. Na, finde ich das besser. Ja, machen wir das. So. Das ging schnell. Oh Moment, ich habe sogar noch ein Talent. Krass. Kann ich das noch? Erhöht den Schaden des Säbelangriffs und des Schlitzangriffs. Ja, alter Hammer. Das hat ja voll was gebracht. Natürlich. Oh, okay. Ich verstehe. Wahrscheinlich hätte ich hier noch ein bisschen was machen müssen. Da sieht man dann auch, was passiert, wenn man richtig verteidigt. Da kommen wir aber als nächstes dazu. Jetzt habe ich erstmal alles auf den Angriff gesteckt. Danke an der Stelle an Hagen Sensaisonensen und Aduial. Ich hoffe, ihr heißt so. Ansonsten tut es mir leid. So, hier kann ich nichts machen. Ausrüsten, aufwerten. Das würde ich gerne machen. Ah, guckt es euch an. Das ist ja nice. Gesundheitsregeneration... Trankmenge, ja, lieber ein mehr. Das war es aber auch schon wieder. Aber cool. Seuchenwaffe, ah, da haben wir verschiedene. Die Axt wollen wir freischalten. Und was ist hier? Hammer. Weil wir wahrscheinlich gegen den Typen mit dem Hammer gekämpft haben, ne? Okay, geil. Nach unten kann ich ja die Waffe wechseln. Sieht man das irgendwo? Wurde ja eben angezeigt. Scheiße. Direkt einen verschwendet. Also eigentlich dachte ich, wenn ich unten digital nach unten drücke, dass man dann dadurch swappt. Oh, ich merke jetzt erst, tut mir leid, dass ihr das ja gar nicht so richtig mitkriegt, weil das Bild ja hier drüber ist. Hoffe, aber es war jetzt auch nicht so spektakulär, aber es hat sicher dem einen oder anderen gestört. Danke auch Freeman607 und Mintberry Cringe. 50 offene Stellen, es werden ja immer mehr. Das ist ja ein ganzer Zirkus. Okay, Leute, es geht weiter. Ich bin bereit. Mal gucken, was hier mit den Waffen jetzt geht. Ich werde mal versuchen, Y häufiger zu benutzen. Je, so ein richtiger, ekelhafter, aufgeblähter Zirkus. Fuck. Da habe ich direkt wieder Energie bekommen. So muss es sein. Da rechts gehe ich natürlich gleich weiter, aber ich gehe immer erstmal links rum. Oh. Ach, shit, okay. Dann gehen wir jetzt erstmal da die andere Seite weiter. Bevor wir einen Stockwerk höher gehen. Ich muss es wirklich lernen. Ich weiß, euch stört das wahrscheinlich schon, wenn ich dann immer wieder einen verkacke, aber ich muss es ja lernen. Das ist einfach, ne, immer diese Bewegung und dann warten die doch noch länger. Dämmerzirkus, ne, mit der vorrichtigen Mühsal unter schwierigen Umständen sein Glück zu finden. Kann ich da durch? Ah, das haben sie anders als bei den Vorlagen. Man kommt hier, da ist aber in der Kiste was, das würde ich gerne haben. Okay, da kommen wir später hin. Okay, gut, dann gehen wir jetzt mal die Leiter hoch. Simon, hast du mal Telltales Batman gespielt? Fragt Retro Mike. Ja, ich habe es nicht ganz durchgespielt, weil die damals in verschiedenen Zeitabständen rauskamen. Und ich habe, glaube ich, nur die dritte bis zur dritten Staffel gespielt. Hab aber bis dahin gespielt. Fand's auch okay. Mir haben viele Sachen der Story aber auch ein paar Probleme bereitet. Aber ich glaube, mit der heutigen Sicht auf die Dinge würde ich sogar sagen, könnte es mir nochmal besser gefallen. Aber eigentlich war es, glaube ich, schon okay.
Aber es hat mich nicht so richtig mitgerissen, sonst hätte ich es noch weitergespielt. Aber ich würde es eigentlich, würde ich gerne wissen, wie es ausgeht, wenn ich ehrlich bin. Wo ist denn das Ding? Ist hier nirgendwo, oder? Nee. Machen wir später wahrscheinlich. Da ist genau die Kiste von vorhin. Nanu? Hallosen? Eine Notiz. Unter dem Vorwand, ins Narrenmeer den Forschungstrupp bei der schnelleren Durchführung seiner wissenschaftlichen Tätigkeiten unterstützen zu wollen. Doch eigentlich sind wir hier, um die seltsam aktivierten Dämmerzirkus unter die Lupe zu nehmen. Ja, dem ist es wohl nicht gut ergangen dabei. Das ist einfach, hier gehst du wieder zurück. Das guckst du dir einmal kurz an, dann sagst du, okay, das sollen die anderen machen. Das soll die Nachtschicht machen. Okay, ein bisschen wenig Möglichkeiten gerade für mich weiterzukommen. Habe ich hier vielleicht irgendwas für übersehen? Na egal, gehen wir einmal kurz zurück. Ja, wie gesagt, lieber Retro-Mike, ich will auch nicht sagen, dass es nicht schlecht war. Ich habe ja, wie gesagt, nur einen Teil gespielt. Heute würde ich, glaube ich, auch über einige Sachen wahrscheinlich anders denken. So, mir ging zum Beispiel die Perspektive, die auf die Eltern von Bruce Wayne quasi gelegt wurde, hat mir eigentlich nicht gefallen. Dann habe ich aber später auch die Comic, das Comic-Universum in dieser Hinsicht gesehen und dann hat es mir schon mehr gefallen. Also mit dem Wissen, was ich hatte über das Comic-Universum, ist dann auch diese Geschichte besser geworden. Das wollte ich sagen. So, alle. Da, 2500, ey. Geil. So, Stufenaufstieg hätten wir gerne. Mehr Stärke, mehr Vitalität. Ja, komm. Muss reichen. Wir brauchen ab jetzt 1100. Das geht echt schnell. Das ist ein bisschen wie Dark Souls im Schnelldurchlauf. Obwohl man da ja auch sehr schnell auflevelt. Ich denke schon, dass ich hier wieder hin muss. Ich muss nochmal weiter gucken. Wenn ich halt hüpfen könnte, könnte ich da wenigstens rüber. Ist ja klar, die sind jetzt wieder da. Das sind die Regeln. Aber das soll jetzt auch nicht so ein Problem sein. Denn die können nicht viel. Ah, oder? Nee. Shit, echt nicht? Also, George McCrae hat jetzt auch unzerstörbare Kisten. Ja, ich dachte, ich kann hier vielleicht jetzt da durch, aber nein. Da auch nicht. Ist ja auch nichts. Ah! Das meine ich, da ist sowas! Was mache ich denn jetzt mit der Kiste hier? Ist das ein Bug? Ich meine, die leider geht nicht. Nö, damit geht auch nichts kaputt. Ja, George McCrae, da haben sie sich aber ganz schön was geleistet hier. Okay, hier vorne ist ja die Treppe, die werde ich mir gleich nochmal angucken. Und hier, ja, ist die arme, trauernde Lady, die ich von ihren Sorgen erlöse. Und dann war es das schon wieder. Hier geht auch nicht auf. Und hier geht's zurück. Shit. Danke, Madroggelbecher. Du bist auch schon lange dabei. Das freut mich sehr. Ich hoffe, dir gefällt's auch. Und du siehst hier immer wieder mal irgendwas Neues, was du bisher nicht kanntest, weil das soll es hier eigentlich sein. Hier ist eindeutig irgendwas. Okay, komm. Irgendwas habe ich falsch gemacht oben. Ede ist auch da. Oder was? Oder wie? Wo war's Ede? Nils ist hier, oder was? Nils, Leute sind da. Das freut mich aber. Ey, Nils Raid! Ja, liebe Nilsies, ihr seid hier herzlich eingeladen, mit mir dieses Spiel zu spielen. Wie heißt das denn? Ich muss wirklich nochmal nachgucken. Ich habe es total vergessen. Es heißt Thymnesia, ein Action-RPG im Soulsborne-Style. Das wird dem Nils auch liegen. Das kann er sich echt gerne mal geben. Könnt ihr ihm gerne mal beim nächsten Mal sagen. Ich werde es ihm auch nochmal sagen.
Weil der ist ja ein absoluter Genre-Fan, ein Connoisseur. Und hier kann man mal schnell so einen kleinen kurzen Snack kann man sich hier schon mal gönnen. So, da waren wir eben raus. Ich suche aber jetzt leider im Moment den Ausgang. Da ist nämlich das Problem. Hier ist alles voll gegast. Ich finde aber die Quelle nicht. Das sind meistens solche kleinen, giftigen Bubbles. Hier bin ich jetzt schon in der Giftzone. Kann ich da eventuell durch? Man kann es dann so schwer sehen, ne? Nee, nee, nee. Sieht nicht so aus, als ob ich da durch könnte, um ehrlich zu sein. Ah, okay. Jetzt haben wir es. Ist ja doch nicht so einfach. Gut versteckt. Also man sieht natürlich die Inspiration in jedem Frame. Gerade auch so die Umgebung. Aber es hat, finde ich, trotzdem seinen eigenen Style. Also auch. Nicht immer, aber viele Sachen sind ein bisschen unique. Ist mir aufgefallen. Vor allen Dingen das Kampfsystem hier mit dem zwei Balken. Der eine wird erst weggehauen und dann kannst du den anderen mit deiner Seuchenwaffe aktivieren. Jetzt hier sieht man es gut. Und dann ist er auch weg. Das kann aber auch dazu führen, dass man halt einen sehr langen Kampf hat mit jemandem, weil man sich nicht hintraut mit der Seuchenwaffe. Und dann werden halt die fehlenden Zentimeter, oh Mann, ich wollte hier nur durch, werden halt wiedergeholt. Durch Warten. So ein bisschen, als wäre das die Ausdauer, die man da weghaut, um dann endlich an das schöne Frischfleisch zu kommen. Oh, gestorben und dann noch 5 Meter auf den Rücken gefallen. In Rüstung. Da ist das Ding. Das hier ist zum Parieren eigentlich, so eine Art Schusswaffe wie in Bloodborne. Ja, da kannst du auch sitzen bleiben, sagen wir doch mal ehrlich, wenn du so spät, du hast hier durchgeguckt die ganze Zeit. Und dann erst kommst du. Das sind wir bestimmt, die sind von der Teilzeitagentur, die ganzen Kämpfer hier. Wie, so viel wie die immer nur rumsitzen und sich langweilen. Wo geht's denn weiter? Darunter wahrscheinlich dann. Okay. Na komm, hau. Ah, nee, nicht ihr beide. Der will ich nicht. Das will ich nicht. Da habt ihr... Ich wollte das jetzt auch mal kurz den Neulingen hier zeigen. Habt ihr nicht kurz gesehen, wie das Parieren sich auf die Leiste auswirkt. Die hat sie doch ziemlich leer gemacht. Leer geräumt. Wir gucken nochmal. Da seht ihr. Und schon reicht ein Finisher. Das ist ganz gut. Das ist wirklich nicht schlecht. Okay. 1300 neues Upgrade wartet nur auf uns. Ah, jetzt können wir auch mal gleich den anderen Kram ausprobieren. Der hat nämlich schon mehr Energie. Oh, ob das was wird? Also ich versuche das jetzt immer so zu machen. Oh, was ist denn hier los? Der hängt fest, ne? Nein! Okay, ich habe ihn irgendwie besiegt. Besiegt durch Hängenbleiben. Ja, da hättest du dich nicht mit Glitchmon anlegen dürfen. Der findet immer einen Bug. Ach, schön. So, jetzt ist die Frage, gehe ich da runter? Ah, da geht's raus. Okay, komm. Natürlich. Natürlich nicht möglich. So, nur Trolle im Chat. Passende Bewegungen nicht. Was? Ich lese hier. Versuche hier ein bisschen zu lesen. Alle sind besser im Videospielen als ich. Na gut, so ist das halt. Ne? Ihr seid ja auch jünger. Vor allen Dingen seid ihr meine Jünger. Wer von euch hat gedacht, als Nils den Rustplatz mit als Bürgermeister angekündigt hat, wer von euch hat erwartet, dass ich auch Bürgermeister werde und ihn anfechte? Ich habe kurz überlegt, aber das wäre mir dann doch zu viel vom Alten gewesen und deswegen habe ich es nicht gemacht. Und ich bin beim Rustplatz auch gar nicht dabei, aber ich wünsche Nils sehr viel Freude in dieser Welt, in der er endlich mal Bürgermeister sein darf, ohne dass das jemand hinterfragt.
So. Okay, das ist Moment darunter, ne? Ja. Shit, shit, shit. Und er kommt jetzt nicht kommt nicht runter und holt jetzt fette Energie zurück, während ich hier unten eiere. Naja, ist nicht schlimm. Aber irgendwelche Eimer von der einen Seite, manchmal fühle ich mich, wie sich darin, frage ich mich, wie sich darin, die darin aufbewahrten Dinge fühlen. Interessante, komische Diskussionen, die hier als Textform aufgehoben wurden. Da frage ich mich manchmal schon, das ist das freudige Glitzern im Auge, wenn man einen von diesen markanten Punkten erreicht, ist es das nicht wert, dass man da einfach nur eine dumme Textnachricht hat. Das bringt einem ja gar nichts. Da hätte ich jetzt schießen können, ne? Manchmal muss man auch mehrfach schießen. Ich muss auf jeden Fall diesen Angriff stärker machen. Endlich. Da muss ich mich kurz mal konzentrieren. Das wurde nämlich dann doch knapp, weil ich hatte keine Energiereserven mehr. Aber dafür spuckt er auch ordentlich was aus. Danke, Subbing for Emotes. Genau das hast du gefordert. Genau das solltest du bekommen. Du müsstest jetzt ein paar neue Emotes haben. Es werden demnächst auch noch mal ein paar mehr. So. Versuch mal länger RT. Ach ja, stimmt, ne? Natürlich, dann nimmst du die Waffen ab. Moment. Länger RT, also das, ne? Und dann? Ach so, dann nehme ich denen die Waffen ab. Okay, ja, ich verstehe. Aber was ist denn mit unten drücken und dann die Waffen nutzen? Vielleicht muss ich das hier nochmal aktivieren. Das ist irgendwie komisch. Das ist der Dolch, okay. Hier vielleicht. Superrüstung, Konterangriff, Trank anwenden, ne? Seelenangriffe, parieren, fixieren, erhalten einer so Anwendung einer Seelentrunk, kritische Angriffe vielleicht hier. Y, nee. Aber wie kriege ich das? Ach, die muss ich dazu plündern. Oh, man, nur einmal verwendet werden. Das ist ja super unangenehm. Aber auch ganz geil, dass sie einem das so schwer machen, dann die Dinger zu nutzen. Aber hier war ich jetzt schon mal, glaube ich. Irgendwie, das fühlt sich an, als wäre ich hier schon mal gewesen, aber wahrscheinlich, weil ich eben gerade hier gewesen bin. Ich gucke nochmal weiter. Hier, ich war hier noch nicht überall. Wieder nur Texte. Also nichts gegen die Story, aber hier will ich sie irgendwie nicht haben. Zumindest nicht in dieser Form. Da will ich geile Items kriegen. Wie ein Schlüssel. Oh, Nils ist hier. Habe ich jetzt gerade nur gelesen. Ja, Grüße an den Nils. Guck dir das mal an. Das dürfte dir gefallen. Und das dürfte dein Fancy tickeln, weil es wirklich eine etwas andere Spielmechanik ist, als die, die man in sein Muscle Memory einprogrammiert hat in den letzten Spielen. Und deswegen, ja, es ist ein bisschen, muss man ein bisschen umdenken. Und das ist ja dann ein schöner Reiz eigentlich. Ist da ein Stuhl? Jawohl. Da wird gesetzt. Jetzt wird richtig gesessen. Nils Boom of Life. Subscribed at Tier 3 für 36 Monate. So ist es richtig. Der Nils reist in der Zeit, um mir ein ordentliches Salär zu gönnen. Warum bist du überhaupt noch wach? Warum bist du nicht schon längst im Nachtzug, im günstigeren Nachtzug nach Köln? Wahrscheinlich hat dir Rocket Beans genau wie mir ein 9-Euro-Ticket gekauft, ne? Nee. Das ist auch nicht, stimmt nicht. Wir haben feste Tickets, ich nicht. Ich habe ja so ein Dingensgedödel hier. So eine 100er. Okay, geil. Oh Mann. So, Talent freischalten. Was haben wir hier noch? Dass der Sprung wieder mal
Das will ich haben. Das will ich auch haben. Auch geil. Alter, alles geil. Okay, jetzt muss ich mich mal um andere Sachen kümmern, wie parieren und ausweichen und die Klaue und die Feder und die Strategien. Okay, aber jetzt habe ich dafür alles mit dem Säbel. Und das ist ja meine aktuelle Waffe. Schön, dass man die so verlernen kann und alles, dass man das wieder woanders investieren kann. Dadurch geht alles ein bisschen schneller. Danke auch CFW620. Schön, dass du hier bist und den Kanal gefunden hast. Aber denkt dran, ihr habt ja eure Prime-Abos, die kosten nichts. Ihr könnt sie aber auch gerne bei Nils Bohmhoff online, Nils Bohmhoff live, könnt ihr sie auch gerne lassen. Genau, hier habe ich gegen den Dödel gekämpft vorhin. Und da hatte ich, siehst du, habe ich nämlich noch nicht alles angeguckt. Aber hier war nichts mehr, oder? Den hatten wir, glaube ich, schon. Ah, so eine Combo, wenn die läuft, ist schon toll. Ah, ist da auch jemand? Ja. Ein armer Handwerker. Ja, jetzt werden die Handwerkskosten auf jeden Fall noch teurer. Du kriegst noch seltener einen. Das ist gut, da will ich hin. Das ist ein Geheimnis. Ah! Hast du so gedacht? Aber nicht mit mir, Ausweichi. Arthur Ausweichor. Ey, komm her. Ah, shit. Riesenfehler. Riesenfehler. Voll dumm gemacht. Voll dumm. Ja, super. Alter, ein anonymer Geschenkgeber. Wahrscheinlich Nils. Hat 10 Stufe 1 Abos verschenkt. Ey, vielen Dank. Wahrscheinlich ist nicht Nils. Aber vielen Dank an dich. Wer auch immer du bist. Du bist in meinem Buch der coolen Leute. Da steht heute anonym. Shit. Jetzt habe ich natürlich meinen Highground da oben geopfert. Und der da, der hat mich letztes Mal, glaube ich, runtergehauen, ne? Die beiden. Die gingen mir auf die Eier. Was denn? Es wird knallhart ignoriert hier? Nein, das ist doch... ich bin voll dabei. Aber es ist hier, geht hier schnell voran. Man muss immer aufpassen, wenn man in den Chat guckt, dass man danach noch ein Leben hat. Das ist jetzt aber der Anfang. Da war ich gefühlt schon mal. Es sieht ein bisschen gleich aus. Das könnte man im Spiel vorwerfen, dass manche Levelstrukturen schon sehr ähnlich aussehen. Komm, mach nochmal. Kriegst einen Freischlag. Ja, hier war ich schon. Hier kam ich damals runter und dann wollte ich hier lang, glaube ich. Das war zu gierig, ne? Man hat gesehen, nee, das wird mit der Animation nichts mehr. Vielleicht kann man das irgendwie abbrechen mit einem Dash. Oh, nimm dir mal Zeit für Ede und Nils. Ich weiß doch, ist Ede auch hier? Ich raff das doch nicht. Der Ede ist auch hier. Das ist ja geil. Danke, Ede, für deine Präsenz. Ich weiß gar nicht, ob du Leute mitgebracht hast. Ich bin auf jeden Fall 100% für euch zu haben. Aber ich muss ja auch spielen, ne? Das kannst du nicht alles gleichzeitig. So, was ist hier drin? Ah, geil, wieder Seelenchecks. Ich werde die nie anders nennen. Es ist eindeutig Seelenchecks. Das da vorne sieht aus, ja, wie ein Lift, wo ich vorher vielleicht nochmal hätte zurückgehen sollen. Da gehen wir gleich rein. Vorher nochmal auf den Stuhl, auf den heißen Stuhl. So. Und darum ist Ede immer mies gelaunt. Nils Bohmhoff, stell dir vor, du hast zwei Promis im Chat und redest nicht mit denen. Ich rede doch mit dir! Freust du dich auf die Gamescom, lieber Nils? Dann schreib mir doch mal, wie es dir damit geht. Ich freue mich schon. Ich war heute so ein bisschen skeptisch. Und dann habe ich Ede geschrieben, meinte, so geil, jetzt wieder eine Woche Gamescom. Geil, wa? In der Hoffnung, dass da jemand meine Angst vor dieser Woche teilt. Und er war dann aber so, nö, eigentlich auch. Warum denn? Bringt ja nichts, wenn man sich irgendwie, wenn man das nicht gut findet und so und sich ärgert. Ich freue mich eigentlich drauf, die alle zu sehen und so. Und dann meine ich, muss ich zugeben, ja, fuck, du hast natürlich recht. Hast natürlich recht. Eigentlich ist es auch geil. Eigentlich ist es geil, dass wir endlich wieder mal zur Gamescom können, dass sich alle treffen, dass man sich selbst mal wieder mit anderen Leuten befassen kann. Das ist eigentlich ganz geil. Aber ich hätte auch gerne gehabt, dass mich mal einer in meiner Misanthropie unterstützt. So. Ich habe neue Waffen. Und jetzt muss ich echt mal was fragen. Wie kann ich diese Waffen, diese tollen Waffen wie die Hellebarde, denn jetzt auch auswählen? Oh, ich hab sie. Da, einfach so, einfach nur X drücken. Das ist ja krass. Okay, Faust.
Ah, okay, ich kann nur eine ausrüsten. Okay, geil. Und dann kann ich die Waffen, da unten rechts sieht man es, kann ich die wechseln. Oder wie? Warum geht das denn jetzt nicht? Digital? Nee? Na gut. Wir werden es noch lernen. So. Budi, mit Budi habe ich heute telefoniert. Das war schön. Der hat sich mal gemeldet. Weil war schwer zu erreichen. Ein sehr rares Pokémon immer der Ede. Budi. Und war aber trotzdem sehr schön. Hab cool mit ihm geredet. Der freut sich auch auf die Gamescom. Er kommt aber erst am Donnerstag. Und er plant, so wie ich das mitbekommen habe, zusammen mit seinem Bruder einiges für die Booty Bros. Das ist ja sein Streaming-Kanal. Und jetzt gucken wir uns mal diese Cutscene an. Die ist nur für euch, Ede und Nils. Hier ist der Nasenmann, Mike Krieger. Ich bin ruhig. Danke, Next Level 21. Im Moment leuchtet vor einem feindlichen Angriff ein rotes Licht, da führt er einen Sturmangriff, auf den du nicht parieren, unterbrechen und dem du nicht ausweichen kannst. Da sind wir wieder bei Sekiro. Okay, machen wir. Den Wirkungsbereich verlassen. Oh Mann, das wird richtig lang dauern heute. Alter! Okay, schon jetzt kein Bock mehr. Alter. Der ist ein bisschen wie Sanji. Ne, von One Piece mit seinen Kicks. Alter, aber hier bringen die Seelenwaffen nichts. Merke ich gerade oben. Ich glaube, bei ihm muss ich wirklich parieren lernen. Komm, mach mal. Shit. Aber ihr habt gesehen, das hat ihm relativ viel abgezogen. Aber in dem Moment, wenn er dann trifft, trifft er halt richtig. Hm, jetzt habe ich leider... Na gut, ich habe ja eben nochmal investiert. Aber jetzt habe ich natürlich meine ganzen Erinnerungen verloren. Ja, wie eine Mischung aus Sanji und Zorro, muss man sagen. Ne? Hat so ein bisschen von beidem was. Ich drücke das jetzt mal weg. Keiner will deinen Schmonz. Ich lach dich aus. So sieht's nämlich aus. Mann, voll schwer, weil ich gleichzeitig gerade war der Bildschirm aus. Okay, der ist hart. Mann! Wie kann ich die Waffe wechseln? Alter, okay. Der hat auch viele... Also viele Schläge hintereinander, eine ordentliche, schöne Kombo. Und man darf nicht vergessen, ich muss ja immer nochmal den Schaden abziehen, nochmal extra. Ich kann ihn nur vormerken und dann muss ich ihn nochmal abziehen. Ich habe das Gefühl, der hat viel von meinen Moves. Schnell, er schießt auch. Das ist doch nicht dein Ernst. Was hat mir da gerade gemacht? Habt ihr das gesehen? Alter. Oh, der ist hart. Wirst du True Colors weiterspielen? Oder habe ich was verpasst? Ja, Cerberus, ich wollte es nämlich wirklich mal spielen. Hab's dann aber echt ein bisschen... schleifen lassen und hab's dann vergessen. Eigentlich würde ich gerne mal eine Runde spielen, bin ich ganz ehrlich. Würde ich wirklich gerne. Ich kann nicht garantieren, dass ich es wirklich so weiterspiele, aber ich kann sagen, dass es das letzte, der letzte Titel ist, der mir am meisten gefallen hat bisher, von Life is Strange. Da gab's ja einige. Und ich habe die fast alle gespielt oder alle zumindest angespielt, nicht alle durch, aber viele durch. Und ich muss sagen, True Colors hat mir sehr gut gefallen von der Stimmung und den Figuren her. Und das würde ich eben auch weiter spielen. Vielleicht mache ich das auch mal, aber ey, ich komme ja eh, ich komme nicht hinterher. Ficken! Das ist ein Fehler gewesen, nicht den, die Geister, oder nicht Geisterwaffe, das ist keine Geisterwaffe, aber die Seuchenwaffe nicht hochzuleveln, weil ihr seht ja, er holt sich immer seinen Kram wieder. Das war ein Riesenfehler von mir. Ey, was ist denn jetzt los? Jetzt geht der Controller nicht. Okay, er geht wirklich nicht. Jetzt geht er wieder. Es blinkte. Vertraut mir, ich lüge nicht. So ein Scheiß, ich glaub, hier, es blinkt schon wieder. Was heißt das? Jetzt geht's wieder. Okay. Boah, Leute, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Wir haben ja auch nicht mehr so viel Zeit.
Ich würde den gerne schaffen, heute noch. Aber ich sag mal so, spätestens um 0 Uhr höre ich auf. Ich muss ja morgen recht früh raus und in den Zug. Ja, okay, jetzt habe ich auch meine Erinnerungen alle vergessen, verloren. Wenn ich das einfach nur immer decke, also pariere, habe ich schon nicht gewonnen, aber dann kann ich schon was machen. Das ist nur, er hört ja nicht auf, ne? Das war zu viel, ein bisschen Spam. Vielleicht, wenn ich mit sowas immer angreife, kleine Zweier. Aber er kriegt mich halt, er kriegt mich einfach. Alter, diese Nummer, was soll ich denn da machen? Ja, wahrscheinlich ausweichen, ne, im richtigen Moment. Aber sehr schöne Musik. Sehr schöner Level, richtig schönes Ding, muss ich sagen. Schöner Endboss. Die Hellebarde kannst du auf X nutzen. Oh, danke, danke. Das ist jetzt mal eine wirklich hilfreiche, nützliche Info. Ich werde, wenn ich es jetzt wieder nicht schaffe, gleich nochmal gucken, ob ich nicht ein bisschen die Skills verändern kann, dass es mehr auf ihn passt, weil dann vor allen Dingen muss ich meine Seuchenwaffe aufleveln. Das bringt ja nichts, wenn ich ihn runterhaue und das dann nicht finalisieren kann, sozusagen. Ne? Okay, komm. Alter! Also, das ist wirklich krass. Das scheint nicht deine Paradedisziplin zu sein. So, jetzt ändern wir hier gerade mal, was kann ich denn da noch machen? Genau, der muss vor allen Dingen auch mal besser werden. Trankmenge, aber auch stärker, ne? Habe ich hier noch irgendwas? Nee, ah, wie unangenehm. Okay, Seuchenwaffe. Ach so, okay, das ist dann nur dieser eine Schlag oder was? Ich muss da gleich mal mehr rauskriegen. Das kann ich hier erstmal alles wegmachen. Erstmal alles zurück. Und jetzt gucken wir erstmal, was ich hier machen kann. Wird die feindliche Konter? Ja, aber das dachte ich, dass wir das schon haben. Paradedauer wird erhöht, der verursachte Parierschaden wird jedoch reduziert oder den Parierschaden, also genauer parieren. Ah, jetzt kann man auch die roten kritischen Angriffe parieren. Ich probiere mal das, also dass es einfach leichter zu parieren ist. Einfach mal gucken, wie das so ist. Und was ist denn hier bei Ausweichen? Oh, das ist geil, ne? Das holen wir uns. Und dann aber brauchen wir auch was für den Säbel. Und zwar bestenfalls kann ich das hier wegnehmen, zurücksetzen. Ups, nee, so wollen wir es nicht. Hm. Eigentlich geil, ne? Aber Hinrichtung benutze ich ja eh kaum. Na, bisher schnellere Säbelangriffe ist eine gute Idee. Nach dem erfolgreichen Ausweichmanöver RARB, ja, nutze ich auch nicht genug. Könnte man aber mehr machen, ne? Vielleicht probiere ich das. Aber vorher schaue ich nochmal, was hier noch so ist. Hier nämlich. Waffen schärfen. Mehr Säbelschaden. Mehr Säbelschaden. Und jetzt haben wir noch zwei. Ob das auch mit der Energie auch gilt für den Endboss. Werden wir jetzt rauskriegen. So, wir schauen mal. Ah, ich soll die Kralle auf zwei Schläge machen. Ja, das machen wir vielleicht. Wenn das jetzt nicht klappt, also es wird sicher nicht perfekt klappen, aber ich glaube, man kann ja schon jetzt vielleicht sehen, dass sich was ändert. Vor allen Dingen beim Parieren.
Okay. Wenn dieser letzte nicht wäre, ne? Wenn der letzte Schlag nicht gewesen wäre. Okay, immerhin kann ich zweimal dashen. Das hilft auf jeden Fall. Ah, seht ihr, da habe ich den langen Aufladeseuchen-Move gemacht, während er einen anderen Move aufgeladen hat und er war halt schneller fertig. Aber es hat ein bisschen funktioniert. Nur halt nicht so, wie vielleicht gedacht. Könnte ich hier nochmal gerade gucken. Einmal nochmal gucken, warum hier bei Tränke immer noch was aufläuft. Warum hier noch was ausgerüstet werden kann scheinbar. Was genau? Oh, ich habe doch nichts. Da! Was ist das? Ach, hier! Okay. Okay, aber das war's auch, ne? Okay. Moment, kann ich vielleicht... Vielleicht kann ich ja helfen, indem ich Stufe 10... Das mache ich jetzt. Ich werde einmal nochmal hier... Alter, ständig geht mir der Bildschirm aus. Die Dinger hier sammeln und dann kriege ich doch ganz sicher nochmal... Ah, ein Upgrade könnte ich dafür schon kriegen, ne? 800 nur? Shit, kriege ich nichts für. Ärgerlich. Das war komplett rausgeschmissene Scheiße, ey. Na gut. Nächstes Mal. Zutat ausrüsten. Muss ich das dann hier machen? Da, Sammlung. Ah, ich guck mal gerade. Das ist ein guter Tipp. Okay, dann gehe ich nochmal runter. Scheinbar geht da noch was. Zutat. Bei der Seuchenwaffe wahrscheinlich, oder? Nee, auch nicht. Talent freischalten? Trank. Okay, danke. Jetzt weiß ich aber immer noch nicht, was ich hier machen soll, um ehrlich zu sein. Sagt mir halt, was der Trank kann. Trank herstellen. Ah, okay. So, jetzt kann ich hier die Zutat. Hat keimtötende antibakterielle Energieregeneration plus 30. Okay, okay, okay. Das ist ja cool. Kann ich das machen? Habe ich gemacht. Okay, geil. Danke, Leute. Das ist ein guter Tipp. Also ich kann... drei Tränke auswählen später, unterschiedliche Perks natürlich, unterschiedliche Gewichtungen und da dann noch drei jeweils Zutaten reinmachen, vielleicht sogar mehr später. Okay, ich verstehe. Okay, ich versuche es noch ein paar Mal. Es wäre halt echt schön, wenn ich es schaffe, aber vielleicht soll es heute auch nicht sein. Ich will mich jetzt auf jeden Fall nicht unter Druck setzen. Ich muss die Moves halt lernen. Er macht. Shit, aber es war schon ganz okay, ne? Viel zu viel gemasht. Ich hab's gemerkt, aber ich wollte da noch nicht mehr aufhören. Ich habe Angst, dann das Timing dadurch zu verkacken. Aber ja, es ist halt dumm, ne? Ich wusste, dass das jetzt kommt und ich habe es einfach nicht gecheckt. Ja, okay, das war aber immerhin gar nicht so schlecht mit
den neuen Einstellungen. So, 25 Minuten, das könnte eng werden, aber ein paar Runs haben wir noch. Okay, dumm. Nils, siehst du mich? Ganz alte Sekiro-Schule. Mann, ich hab's doch gewusst. Ich hab's wirklich gewusst. Aber wissen und machen ist immer was anderes noch. Voll gesehen, dass das nicht geklappt hat. Bitte keine zweite Phase, bitte keine zweite Phase, bitte keine zweite Phase. Er hat eine zweite Phase. Alter, nein, ich hab doch gerade erst... Du dumme Sau, gerade erst angefangen. Fängt schon wieder so an wie immer. Ich müsste den erstmal eine Weile üben. Okay, wir machen noch einmal nur für den Spaß und gucken mal, ob wir in der zweiten Phase reinkommen. Aber es ist mir echt zu spät heute, um mich jetzt mit diesem Schweinehund zu prügeln. Aber es ist ein guter Gegner. Es macht echt Bock, weil der ist schnell, gibt einem aber Chancen. Es ist irgendwie, du kannst auf verschiedene Arten Action machen, aber am sinnvollsten ist schon der quasi der gelernte Weg. Immer dasselbe. Immer derselbe Scheiß von mir. Okay. Mann, ich weiß doch, dass der dann nach hinten dasht. Und dann der zweite ist dann immer noch mal so ein verzweifelter Versuch, es nicht ganz zu verkacken. Shit. Thank you.
Das ist ein guter Moment, um von einer Merchandise-Idee zu erzählen, die ich heute, die hatte ich gestern bei Halo. Mit Scorpion habe ich Halo Infinite geübt für Trilux, gegen den ich ja antrete bei der Gamescom am Freitag 13:45 Halle 6 AMD Stand. Und da könnt ihr was gewinnen. Karten, so, nicht solche Karten, bessere Karten, Grafikkarten und einen fetten PC. Und da kam ich auf die Idee von einem Schreikissen, wo ich reinschreien kann, wo jeder reinschreien kann, wenn es mal zu hart wird. Und ich glaube, sowas fehlt noch. Weil viele Leute wollen schreien, nicht jeder darf schreien in seiner Wohnung. Und es hilft auch. Du dumme Arschgeburt, Alter. Sehr wertvoll bei dem Boss ist die Fähigkeit, den Klauenangriff auf 3 bis 5 Kombos zu erhöhen. Ja, ich check mal. Ich mach mal alles neu. Also doppelt ausweichen, Säbelschaden und Klauenangriff erhöhen. Ja, das ist ein echtes Problem, ne? Den habe ich nämlich immer noch beim Standard. So, wir machen einmal nochmal alles neu. Und gucken mal. Klauenangriff. Da. Ja, mal gucken, weiß ich nicht, ne? Klauenangriffen Schaden verursacht, eine größere Menge Energie regeneriert. Ja, man braucht das ja eh so. Ich weiß immer noch nicht, wie man springt. Das wird wohl echt ein echtes Problem irgendwann werden, denke ich mir mal. Und ich muss sie auch mal probieren. Ich habe sie bisher noch gar nicht wirklich probiert. So, ein zweites Ausweichmanöver. Moment, bei erfolgreichem Ausweichen fand ich Angriffe erhältst du einen Stapel Offensive Buff. Weiß gerade nicht genau, welche das sind, aber das könnte auch interessant werden. So, das finde ich mit wichtig. Hier noch. So, haben wir jetzt alle? Ja. Okay, das ist ein guter Mix. Gucken wir mal, wie der ist. Alle, die jetzt gehen müssen, einen wunderschönen Abend. Wir sehen uns die Woche vielleicht noch entweder auf der Gamescom oder hier im Stream. Ich werde versuchen, von da zu streamen. Macht euch einen schönen Abend. So, jetzt machen wir nochmal einen Versuch. Einfach nur, um zu zeigen, ob da jetzt vielleicht ein Unterschied erzeugt wurde. Und dann werde ich das, wenn ich zurück bin, auf jeden Fall weiterspielen. Das macht Bock. Nicht ganz, aber es war jetzt auch nicht so scheiße. Ja, habt ihr gesehen, wie viel das hier ausmacht, die ganzen Änderungen? Das ist einfach geil, dass man da sich nicht so schnell verskillen kann, sondern immer wieder alles neu ordnen kann. Das finde ich cool. Sorgt halt für mehr Abwechslung einfach, ne? Man lernt das einfach schneller kennen. Hammer! Leider nicht ausreichend jetzt beim zweiten. Das war's schon. Och komm, ey. Oh, wie sehr ich immer die zweite Phase hasse bei Spielen dieser Machart. Es ist wirklich immer dasselbe. Du hast einfach gerade es geschafft und dann kommt noch so ein Drecksding. Und das macht dich dann so komplett fertig und dann willst du auch den Anfang gar nicht mehr machen. Es ist immer dasselbe, okay. Einmal noch, ein letztes Mal. Aber das hört dann auch echt auf heute.
Aber es ist schön. Ich bin nicht sauer oder so. Ich finde das sehr schön. Ich werde es weiterspielen. Aber wir haben halt schon Mitternacht. Simon hat noch nichts gegessen. Simon muss jetzt mal noch mal irgendwas futtern heute. Geil. Komm her. Ah, shit. Scheiße, man muss wirklich sehr viel kontern. Nicht weg, weil ich den dummen Drecksbutton nicht gefunden habe. Okay, einmal noch. Tut mir leid, Leute. Es ist, wie es ist. Ein geiles Spiel, ein schlechter Spieler. Eine geile Community, ein toller Chat. Ein schleimiger Spieler. Ein schleimiger Spieler, der gut behandelt werden will. Obwohl er schlecht spielt. So. Du Sau, ich will mir erstmal meinen Kram abholen. Voll verkackt schon wieder. Okay, komm jetzt. Wenn man einmal rauskommt. Na, ich war zu gierig, ich wollte nicht heilen. Einmal noch. Was spiele ich da? Wird gefragt. Das Spiel heißt Thymesia und ist ein waschechter Mix aus allen möglichen Souls-like, Sekiro, Bloodborne-Spielen. Und macht das sehr gut, macht aber auch einiges neu und macht mich wütend. Was das Spiel wiederum sehr freut, natürlich. Ist gerade schon wieder der Monitor ausgefallen. Ich werde mich da mal in Zukunft drum kümmern. Das ist ja echt ärgerlich. Wo ist mein fucking Schreikissen? Okay, jetzt machen wir das nochmal. Einmal noch. Das ist jetzt echt das letzte Mal. Verdammte Scheiße! Ich kann ja auch nicht so laut sein heute. Ich muss hier wirklich aufhören, schnell. Ich merke schon, wie ich immer mehr, wie die Wut überhand nimmt. Wo ist das Simon Kretschmer? Patentierte Simon Kretschmer Schreikissen. Jedes Kissen wird einmal handwerklich von Simon eingeschrien. Ich bin auch völlig aus dem Takt raus und es läuft nicht. Okay, komm jetzt.
Letzter Versuch. Liegt hier was rum? Nee. Jan, komm halt. Hui, du hast aber tolle Spielkarten. Alter! Okay, fuck. Oh, wie dreckig, ey. Wie dreckig. Was für ein dreckiger, hinterfotziger Scheiß-Move. Ich hab 100-mal geblockt, die Scheiße! Na toll, nix mehr habe ich. Okay, komm. Was genau hast du denn gerade überhaupt gemacht? Ich kann's nur nicht mehr erkennen, Digga. Okay, wir hören jetzt hier auf, weil es wirklich zu spät ist. Aber ein schönes Spiel, ich kann es nur empfehlen. Holt's euch. Das ist alles, was ich dazu sage. Mehr weiß ich noch nicht. Ich werde es weiterspielen. Es ist sehr kurz, das müsst ihr wissen. Und die Gegner sind himmelschreiend unfair. Aber dafür hat man ein neues Gameplay, was man so ein bisschen variiert noch nicht hatte. Und es ist eine Sache, die die Pumpe auf Vordermann bringt. Da hast du richtig Bock. Da bist du richtig genervt. Da bist du noch emotional dabei. Das lässt dich nicht kalt. Dieses Spiel greift dich bei den Eiern. Ne? So. Okay, Leute. Ich mache jetzt Tschüss. Und wünsche euch noch einen schönen Abend. Wo soll ich euch hinschicken? Habt ihr noch irgendeinen Wunsch oder wollt ihr einfach ins Bettchen? Wollt ihr einfach nach Hause? Was haben wir denn noch? Wir haben Alt-F4 bei Mickey TV. Wir haben Xena. Warrior Princess bei Games Done Quick. Habt ihr irgendjemanden Farbenfuchs? Ist die noch live, oder was? Farbenfuchs! Ja, die ist auch gerade... Das sind sogar zwei. Farbenfuchs und Farbenfüchsin sind am Streamen. Gut, dann schicke ich euch zu Farbenfuchs. Ja, bringt da mal ein bisschen Farbe rein. Grüße an die werte Dame gehen raus und an euch natürlich auch. Jetzt könnt ihr nämlich hier rüberspringen. Ich würde mich sehr freuen, weil es möglichst viele sind. Ich habe ja schließlich einen Ruf zu verlieren. Und dann sehen wir uns auf der Gamescom. Wenn ich mal Zeit habe, werde ich von da aus versuchen zu streamen. Ich habe technisch alles mitgenommen. Ob es klappt, werden wir sehen. Und ja, ich hau euch jetzt rüber und wünsche euch noch eine schöne Woche mit oder ohne Gamescom. Hauptsache es wird gut und ihr habt schön was zu zocken. Bis dann, Leute. Bye. Ach so, jetzt war ich schon so, okay, wo ist das aus? Ja, das sind ja die Wottler. Viel gibt's nichts zu sagen. Holt euch das Spiel und ja, seid vielleicht auf der Gamescom. Vielleicht sehen wir uns mal gucken. Ich würde mich freuen. Bis dann.